Mit dem S Plus geht es hervorragend. Es würde auch mit den Normalteilen gehen. Es ist halt eine übelste Rumspielerei. Man muss halt viel wieder ab. Immer wieder was wegreißen, wieder was hinbauen, wieder wegreißen, wieder hinbauen. Aber das hast du ja immer. Bei mir ist es halt so, ich möchte das halt immer so perfekt wie möglich haben. Da kann es dann halt dann schon zwischendrin mal passieren, dass ich halt 10, 15 Mal immer die gleichen Sachen wegreiße und wieder neue hinsetze, bis es halt passt. Aber es geht, definitiv. Also auch mit der Brücke gestern. Ich hab die ja auch. Weiß der Teufel, wie lange ich an der Brücke rumgespielt habe, bis sie gepasst hat. Aber ich gebe dann halt auch nicht auf. Also das darf man einfach nicht. Man muss einfach, wenn man es machen will, dann muss man es durchziehen. So, Zorro, okay, Zorro haben wir hier. Das ist schon mal gut. Haben wir da noch irgendwas drin? Okay, da haben wir die Tore. Und richtig lustig wird es ja jetzt dann erst da drüben, weil ich ja ein Gewächshaus da drüben bauen will. Also das wird auch nochmal, also ich habe einen Plan, wo das Gewächshaus hin soll. Die Frage ist jetzt bloß, ob das dann auch passt. Brixen, Mahlzeit und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Oder Sonntagmorgen, muss man sagen. So, machen wir das mal so, so, so. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen guten Schwung. Einen guten Schwung von denen hier. Ja, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, das schaut doch schon anders aus. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Stein hier drüben. Brauchen da noch was. Brauchen Unmengen. Na, was sind sie denn? Da haben sie. Mit 4 komme ich da nicht weit. Das schaut doch schon mal ganz anders. Du meinst hier von der Höhle, wo wir gerade sind? Rubbelnde?
Also hier ist ja eigentlich momentan ja noch unsere Hauptbase. Die Höhle. 27, glaube ich, war das. Moment. Ja, 27. Kann auch 28 sein, also so in den Dreh. Habe leider kein GPS, das ich nachschauen könnte. Aber es ist 27, 27, 28, 28, also gut. Wenn ich ein GPS hätte, könnte ich es dir genau sagen. Habe aber leider nicht. Das stimmt. Aber ich kann mich jetzt gar nicht bewegen, ist der Krämer. Stimmt, ich glaube im Teleporter stehen die Daten genau drinnen. Das ist richtig. Ja, Rubbelte, kann ich dir dann ganz genau gleich sagen, wenn ich die Bauteile fertig habe. Dann gehe ich mal zum Teleporter-Pad und dann kann ich es dir genau sagen. Ah, auf jeden Fall frischer Kaffee. Aber da werde ich wahrscheinlich noch zwei, drei Tassen brauchen, bis ich richtig wach bin. Dann so ein richtig hässlich geiles Wetter draußen. Ich glaube, heute schaffe ich es wieder mal seit Tagen, dass ich nicht schwitzen muss. Wie ein ja, keine Ahnung, was für ein Viech. Ja, aber rubbelnde. Ich kann ja gleich direkt sagen, wie die kurz sind. Da findest du es vielleicht dann auch besser. Außerdem mache ich mir damit keinen Stress. Stressig wäre es, wenn ich jetzt nicht in der Base wäre. Dann wäre es stressig. Aber ich stehe ja in der Base. Achso, ne, muss ich anders machen. Ja, bin ich gar nicht so schlecht gelegen. 26, 27, also. Also 27, 27, da bist du auf jeden Fall. Ja. Das würde schon mal einigermaßen passen. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Falls du die Höhle so in der Richtung ausbauen willst, wie ich das gemacht habe, kann ich dir nur als kleinen Tipp geben, dass du mit dieser Tür oder mit diesem Boden hier anfängst. Also da ist es einfach am besten geworden. Du arbeitest quasi von diesem Höhleneingang zu den anderen Höhleneingängen hin. Sakrima, du kannst sie beliebig setzen. Du musst sie halt craften. Das ist halt das Einzige, was du machen musst. Wenn du 50 setzt, dann setzt du 50. Wenn
Wenn du nur einen setzt, dann setzt du nur einen. Benötigen tust halt für die Plattformen. Moment, ich kann das sagen. Also eine Plattform kostet 60 Metall, 20 Zement, 50 Elektronics, 20 Kristall und 20 Polymer. Nee, du kannst die. Also ich wüsste nicht, dass es da eine Begrenzung gibt. Zum Stargate Atlantis Mod oder zum Stargate Mod sind sie günstiger. Aber auch besser. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber die Stargate Mod hat auch Vorzüge. Also es ist nicht so, dass es jetzt schlecht würde, aber. So, Fledermäuse haben wir. Haben wir ja abgeschafft, durch das, was wir hier jetzt gebaut haben. Hier haben wir uns die Falltür eingebaut, das hat auch ganz gut geklappt hier. Hinten haben wir die Mauer schon mal zugemacht, zumindest das eine Stück. Und ja, Tor mit dem B-Motor hat ja auch besser geklappt, als ich gedacht hatte. Momentan bin ich ja am Mauer ziehen. Sieht man ja auch unschwer. Und ich werde mir den Spaß machen, habe ich auch gestern schon gesagt. Ich werde mir den Spaß machen und werde auf diese Säulen hier, auf diese Runden, da werde ich später die Kanonen. Also ich werde extra Kanonen craften. Ich benutze die zwar nicht, aber ich werde da Kanonen platzieren, dass es richtig geil aussieht. Habt ihr auch also richtig Bock drauf? Ja, wie gesagt, ziehe halt jetzt gerade hier schon die Mauern. Ist viel Arbeit. Aber der Knaller ist wirklich meine Brücke geworden. Also man sieht's ja. Ich habe gestern zu Mino schon gesagt, hey, ich warte schon die ganze Zeit, dass da über die Brücke eine Dampflok fährt. Du weißt, es schaut einfach so geil aus. So viel bloß das Rattern vom Zug und das Tuten vom Zug und halt so ein bisschen Rauchschwaden, dass gerade der Zug über die Brücke fährt. Und da gibt es ja auch diese richtig geilen Säulen hier. Die kann man auch farblich ändern, soweit ich das noch weiß. Und da gibt es auch total viele Farben. Ja, genau. Hier, da kann man nämlich die Farben ändern. Ja, genau, von Gleis 3, 9, 3 Viertel. ja, wie gesagt, da kann man sich dann die verschiedenen Farben noch raussuchen. Da gibt es also richtig coole. Ich glaube, ich werde es sogar in den Marmor lassen, weil das Marmor schaut irgendwie am coolsten aus. Oder was meint ihr? Das Marmor schaut doch cool aus, dieses Weiß. Kennt natürlich. Ja, wir könnten mal was mit ausprobieren. Gehen wir mal daher. Aua. Ne, die schaut schlecht. Die schwarz vielleicht. Wie findest du schwarz? Oder eher wieder auf grau lassen?
muss man das mal von Weitem anschauen.